Herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich würde sagen, ich war noch nie so bereit. Selbstvertrauen, das ist genau das, was du brauchst, Gameplayerin. Ich weiß, dass du mit Selbstvertrauen jede Herausforderung meistern kannst. Seit dem ersten Tag, an dem du ins Tal zurückgekehrt bist, hast du eine Menge gelernt. Fühlt sich so an, als wäre es gestern gewesen. Für dich. Mir kommt es so vor, als hätte ich kaum mit den Augen geblinzelt und doch ist so viel Zeit vergangen. Du bist die Herrscherin geworden, die Dreamlight Valley braucht. Sieh dich um, was du alles bewältigst und all deine Freunde, die du zurückgelassen hast, Gameplayerin. Ich bin stolz auf dich. Folge mir und lass uns die Welt in Ordnung bringen, bevor ich unerträglich sentimental werde. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Hinfort mit uns, hinfort mit uns. Muss ich jetzt nochmal mit dir reden, ja, ne? Ja. Richte deine Magie auf die Reliquien, Gameplayerin. Indem wir die Magie der Geschichte und ihre Verbindung zu dem Vergessen nutzen, können wir ein Tor in die andere Dimension erschaffen. Das Portal ist offen. Jetzt musst du nur noch hindurchgehen. Beeil dich. Ich fürchte, Dreamlight Valley wird immer instabiler, während wir hier sprechen. Ja, ich gebe mein Bestes. Wir haben alle gesehen, dass dein Bestes mehr als genug ist. Aber wenn du vor schwierigen Herausforderungen stehst, denk daran, wir werden immer für dich da sein und dir helfen. Während du weg bist, können die gute Fee und ich vielleicht. Können die gute Fee und ich vielleicht beraten, was wir mit der dunklen Magie am Himmel machen sollen? Worauf wartest du dann noch? Los geht's! Lass deine Magie los, Gameplayerin, während wir zurückbleiben und unsere wirken. Okay. Irgendwie sieht es jetzt hier wesentlich dunkler und ungemütlicher aus als vorher. Das ist nicht so gut, glaube ich. Ja. Okay. Wo sind wir denn hier? Auf der dunklen Seite. Ah, okay, auf der dunklen Seite von. Vom Schloss. Oha. Oje, oje. Habe ich meine Gießkanne eigentlich dabei? Obwohl, die kann ich auch so entfernen, ne? Geh durch die erste Tür, um es weiter in das dunkle Schloss vorzudringen. Meine jetzt hier die Tür hier unten? Ich denke, oder? Ich denke mal nicht, dass ich da hoch muss. Nee. Dark Castle Door. Was ist das? Wer ist gekommen, um mich zu wecken? Oh, du bist es. Ich meine, Eure höchst bescheidene Hoheit, sagt nur das Wort und ich tue, was ihr wollt, ohne mit den Angeln zu quietschen. Ja, hast du gelernt zu sprechen? Ihr habt es mir doch beigebracht. Einst war ich nichts weiter als ein Stück Eisen mit einem Griff. Aber dann erwachte ich und hörte eure Stimme, die mir einen Zauber einflüsterte. Seitdem stehe ich hier. Wird dir nicht langweilig, hier nur herumzustehen? Gelangweilt? Nun, nein. Hier ist es friedlich. Wir Türen brauchen nicht viel Aufregung. All die aufregenden Dinge liegen meist auf der anderen Seite von uns. Das ist das Schicksal einer Tür, immer dazwischen stecken zu bleiben.
Meistens schlafe ich, bis ihr mich weckt, um euch passieren zu lassen. Okay, lass mich durch. Natürlich, eure Hoheit. Ich werde... Wartet einen Moment. Es ist so schwer, euch zu sehen, wenn ich durch mein Schlüsselloch schielt. Wenn ihr durch mein Schlüsselloch schielt. Ihr seht aus wie ihr selbst, aber etwas ist anders. Etwas ist falsch. Ich probiere einen neuen Look aus. Wie kannst du es wagen? Geh zur Seite und lass mich vorbei. Menschen sind so komplex. Eine Bitte an einem Tag, am nächsten eine andere. Aber ich fürchte, wir Türen sind ziemlich einfach. Wir sind entweder offen oder geschlossen, verriegelt oder entriegelt. Ich bin geschlossen, denn ihr habt mir gesagt, dass ich euch nie ohne eure Flügel und eure Krone hineinlassen soll. Irgendwas ist seltsam an der Tür. Untersuche es. Ich kann auch mal mit dem reden, aber... Finde etwas, mit dem du der Tür dazu bringst, dich durchzulassen. Okay, das sollte einfach sein. Was hat jetzt gesagt? Krone und Flügel. Aber ich kann... Hä? Was ist das denn? Ah, jetzt. Wieso konnte ich jetzt den Shortcut nicht benutzen? Aber ich kann hier durch... kann ich mich nicht umziehen, ne? Kann ich mich dann hier irgendwie umziehen? Außerhalb vom Schloss vielleicht? Hier kann ich mich auch nicht umziehen. Muss ich jetzt ganz zurück? Um mir eine Krone aufzusetzen und Flügel dran zu machen oder was? Ich verstehe nicht, warum ich hier nicht drücken kann. Moment, ich gehe nochmal eben hier raus. Ja, jetzt komme ich da rein. Das ist ja blöd gemacht. Okay. Nee, halt. Ein klicken, nicht zwei. Okay. Und wieder rein. Ja, so bin ich ja anfangs lang rumgelaufen. Das weckt Erinnerungen. So, hallo Tür. Hallo Tür, ich bin es wieder. Das Vergessen. Wie du sehen kannst, sehe ich jetzt vergessenhaft aus. Also, ich schätze, du wirst dich für mich öffnen, richtig? Ihr seht meine Erbauerin jetzt ähnlicher, wie sie einst vor langer Zeit aussah. Obwohl, irgendwas an euch scheint immer noch nicht ganz richtig zu sein. Du musst Staub in deinem Schlüsselloch haben. Ich bin es wirklich. Ich habe mir die Haare schneiden lassen, genau. Ja. Ja, ich nehme an, das könnte so sein. Natürlich gibt es in diesem Schloss Herausforderungen und Gefahren, die viel größer sind als ich. Wenn ihr versucht, mich zu täuschen, werdet ihr nicht meine wenn ihr nicht meine Erbauerin seid, dann werdet ihr sicher nicht durch eine der nächsten Türen gehen können. Für heute werde ich mich aufschwingen und euch weitergehen lassen. Das ist nett, dankeschön. Okay. Was ist denn hier? Können wir da irgendwas machen? Nicht so aus, ne? Aber da oben können wir buddeln. Na gut. Okay. Okay. Ansehen. Salat des dunklen Schlosses, Knoblauch des dunklen Schlosses, Dreamlight Salz und Dornensprosse. Okay, ich schätze mal, das wird dann wohl die nächste Aufgabe sein. Für die nächste Tür, vermute ich mal. Hungriges Türchen. Mhm. Da hinten kann ich wahrscheinlich nichts machen. Ah, Moment, da ist was zu lesen. Türchen ist eine pingelige Esserin. Sie mag es einfach nur mit ein paar Zutaten. Außerdem hasst sie es, schlechten Atem zu haben. Wenn etwas besonders knackig ist, mag sie es sehr. Sie weigert sich, irgendwas zu essen, das nicht hier im Schloss angebaut wurde.
Also, etwas gegen Mundgeruch, knackiger Salat. Ah. Kein Knoblauch. Und nichts, was im Schloss, was nicht im Schloss angebaut wurde. Moment. Also, den Salat nehmen wir mit. Dreamlight Salz ist nicht von hier. Dornsprosse könnte von hier sein. Bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Wir schmeißen einfach mal die Sachen jetzt hier rein. So, fangen mit dem Kochen an. Glibber des dunklen Schlosses. Okay. Keine Ahnung, ob das das Richtige ist. Wir probieren es einfach mal. Anscheinend nicht. Ist das das hier? Ja. Aber wir haben zumindest schon mal eine neue Zutat. Na gut. Also nochmal, die Marke ist einfach. Nur mit ein paar Zutaten. Außer dem Hasti ist schlechten Atem zu haben. Also gehe ich davon aus, Knoblauch möchte sie nicht essen. Wenn etwas besonders knackig ist, mag sie es sehr. Oder wir müssen zwei Salate nehmen, aber das glaube ich auch nicht. Sie weigert sich, irgendwas zu essen, das nicht hier im Schloss angebaut wurde. Ja, ich weiß halt nicht. Hm. Da haben wir direkt 9. Ja, komm. Wir nehmen jetzt mal einfach 99. So. Aber von hier hinten können wir nichts nehmen, ne? Ich weiß ja nicht, wie lange ich hier noch... Ne, da oben kann ich auch nichts nehmen. Okay. Wie lange ich hier noch rumprobieren muss. Pass auf, dann machen wir mal zwei Salate rein. Damit können wir nicht anfangen. Dann nehmen wir noch die Dornensprosse dazu. Ist auch Glibber. Okay, also es hat nichts mit der Anzahl zu tun. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir trotzdem noch Dreamlight Salz mit dazu. Aber das ist doch nicht hier Sprossensalat mit Nachtdorn. Und jetzt mache ich einfach mal, um auszutesten, ob es dafür noch, noch ein Rezept gibt. Das ist auch nur der Glibber. Okay. Nehmen wir das, das, das. Ist auch nur der Glibber. Das, das und das. Zack. Na, kommt immer nur Glibber raus. Schade, ich dachte, ich könnte hier vielleicht noch irgendwie was Neues machen, aber anscheinend nicht. So, aber der Sprossensalat mit Nachtdornen, der ist auf jeden Fall richtig. Sehr schön. Wir müssen da hoch, ne? Da ist schon wieder so ein komisches Bild. Nach dem Motto, wie komme ich auf die andere Seite? Okay. Gucken, ob das jetzt gerade was mit mir zu tun hat. Also da kommen wir nicht runter. So. Da hinten sind Bücher. Können wir hier auch was mitmachen? Anscheinend nicht. Oh, Moment. Erkunde das Schloss weiter. Diese Tür scheint zu fehlen. Suche nach einem Hinweis. Ich würde sagen, das hier ist die Tür. Erinnerung an mich selbst, um die Tür zu sehen. Versuche, deine Perspektive zu ändern. Nur mit dem Blinken eines mechanischen Auges kann der Weg nach vorne entsperrt werden. Oh Gott, was? Okay. Niemand wird jemals herausfinden, wie man durch diese Tür kommt. Ich habe sie verschwinden lassen. Genau wie mich. Das hat mir jetzt nicht wirklich viel geholfen. Perspektive ändern. Sie ist da in der Mitte. Das
Suche nach einem Hinweis. Ja gut, den Hinweis dachte ich eigentlich, dass ich den gerade bekommen hatte. Vielleicht das Eis hier mal wegmachen? Wie war das jetzt nochmal? Muss ich das... Ja, das muss ich gießen, ne? Nee, Quatsch. Das muss ich... Oh, ich weiß gar nicht mal, was wo drauf ist. So. Ja, aber da habe ich nur... Wenn ich jetzt wüsste, was die damit meinen, mit Suche nach einem Hinweis. Muss ich hier irgendwas wegmachen? Hier unten? Da kann ich... Da kam ich her, oder? Ja, das ist dieser Hinweis. Bringt uns das irgendwas? Hm. Nicht wirklich, ne? Ich habe jetzt auch nichts aufgenommen. Ich habe sie unsichtbar gemacht. Ja, toll. Aber wie kann ich Sachen sichtbar machen? Das weiß ich doch nicht. Treten, aber da bin ich ja rausgekommen. Das ist aber das hier, ne, was ich jetzt höre. Da unten ist ein Schlafzimmer. Es war direkt am Anfang. Ich hoffe, ich kann da jetzt einfach so wieder durchgehen. Moment, wenn ich jetzt... Ah, mach mal das Ding weg hier. So, wenn ich jetzt wieder zurück möchte. Damit hat das ja auch nichts zu tun, ne? So, Moment, dann bin ich unten. Hier bin ich noch nicht... Ach, da komme ich nicht hin, oder? Ah doch, ist doch offen. Moment. Machen wir hier erstmal alles weg. So. Das links können wir nicht lesen, aber den Zettel. Oder die Erinnerung, okay? Pappe ist nicht mehr genug. Wenn ich über dieses dunkle Schloss herrschen soll, brauche ich richtige Flügel und eine richtige Krone. Das hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Warst du mal ein Fuchs? Oh, kann ich einfach durchlaufen, okay? Kleidungsbeutel. Ein schwerer Sack, der verschiedene Kleidungsstücke enthält. Okay. Flügel aus Pappe. Okay. Das ist ja cool. Das ist schön, dass wir das gefunden haben, aber bringt uns natürlich jetzt nichts. Weil das leider kein Hinweis darauf ist. Ja, was ich hier machen soll. Kann man hier... Ah, da hinten ist auch noch was. Moment. Mache ich mir hier mal eben den Weg frei, ne? So von wegen Volksbanken. da ist noch mal was. Und da jetzt die Krone drin ist, ne? Mal gucken. Na, ich wusste es, ich wusste es. Okay, da ist eine Krone drin. Ach, die Sachen hätte ich dann quasi anziehen können. Hm, okay. So, aber sonst haben wir hier nichts, was wir irgendwie benutzen können oder lesen können oder so. Gar nichts. Schade. Und da kommen wir nicht hoch. Also, ich denke mal, dass das schon richtig war, dass der Hinweis oben sein muss. Also, das, ja. Eigentlich müsste das ja das sein, was ich irgendwie gesehen habe oder gelesen habe, aber... Man kann es halt eben nicht... Was war denn das mit 5? Ja. Nehmen wir die auch mal direkt mit. Keine Ahnung, ob wir die gebrauchen können.
So, das nehmen wir auch mal alles weg hier. Kann ich hier durch? Nee, ne? Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwie besser wird, wenn ich hier alles wegmache, aber... Ah, Moment, da hinten ist noch ein Zettel. Den habe ich völlig übersehen. Hallo? Die Verzauberung hat die Tür zum Leben erweckt, genau wie ich gehofft hatte. Aber Türchen hat ihren eigenen Kopf. Wenn ich ihr etwas zum Essen bringe, wird sie mich vielleicht durchlassen. Okay, also das sind alles nur die Hinweise entsprechend hier auf der Etage. Ja. Hier kann ich nichts mitmachen. Hier kann ich nicht rum. Was für einen Hinweis brauchst du noch? Versuche, deine Perspektive zu ändern. Nur mit dem Blinken eines mechanischen Auges kann der Weg nach vorne entsperrt werden. Das Blinken eines mechanischen Auges. Aber hier ist hier irgendwo ein mechanisches Auge. Ja gut, das... Perspektive ändern wäre quasi so... Aber ich kann ja nichts machen. Ich kann den nicht anschießen oder so. So. Und so rumdrehen. Dann tut sich nichts. Ich könnte jetzt die ganze Zeit das Auge anstarren. Aber das bringt mir vermutlich nicht allzu viel. Wie bringe ich das denn dazu zu blinken? Beziehungsweise blinzeln, ne? Nee, blinken. Erinnerung an mich selbst, um die Tür zu sehen. Versuche, deine Perspektive zu ändern. Nur mit dem Blinken eines mechanischen Auges. Ja, aber wie kann ich denn... Du bist aber auch kein mechanisches Auge, ne? Sieht da jetzt irgendwas, wenn ich hier... Hier war doch gerade so ein komischer rosa Strahl. Hm. Der geht nach da unten runter, aber... Versuche, deine Perspektive zu ändern. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt komplett überfragt. Ich meine, ich kann jetzt die ganze Zeit dieses Ding anstarren. Aber das bringt natürlich... Aber ich habe ja auch alles hier schon gemacht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie wieder zurück muss in die andere Welt. Aber das wäre ja auch unlogisch. Hm. Und hier oben ist irgendwas. Da ist so... Hm. Da ist noch eine Erinnerung. Aber da komme ich halt von hier aus nicht hin. Komme ich nur hin wahrscheinlich, wenn ich von da oben irgendwas mache. Habe ich denn irgendwas? Na gut, die sind jetzt nur... nur rosa, weil ich hier... Hm. Das kann ein Gericht noch knuspriger machen. Ach so. Deswegen die Dornen. Okay, verstehe. Tja. Also ich stehe hier irgendwie auf dem Schlauch, habe ich so das Gefühl, dass ich irgendwas übersehe...
Ich kann aber auch die Perspektive nicht ändern. Ich verstehe halt nicht, was das jetzt heißen soll. Ich werde ja noch mal ein bisschen rumlaufen. Noch mal gucken, vielleicht noch mal zurückgehen oder so. Ob ich dann irgendwie was erreichen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was mit mechanisches Auge gemeint ist. Und wenn ich denn irgendetwas finden sollte, werde ich das auf jeden Fall dann noch hinten dran schneiden. Weil wir sind jetzt schon bald bei einer halben Stunde. Und es wäre jetzt doof, wenn die ganze Folge jetzt hier eine Stunde oder sowas braucht. Und ich dann eigentlich kurz vorm Ende bin oder so. Deswegen... Ja, also ich sag dann mal einfach bis gleich. Hallo? Achso. Gießen. Ich kann nichts gießen. Ich kann nichts schaufeln. Ich kann graben, aber angeln kann ich ja auch nichts. Mann. Das war die Angel. Steine zerbrechen kann ich hier auch nicht. Obwohl das doch eigentlich ganz cool wäre, einfach hier was zu zerbrechen. Ein Foto. Moment, ein Foto. Erinnerung. Versuche deine Perspektive zu ändern. Nur mit dem Blinken eines Nein, oder? Moment. Geht das nochmal? Foto? Das Ganze. Und E. Nee, will ich eigentlich nicht. Nein! Ja... Ihr Lieben, ich hoffe, ich habe jetzt an der richtigen Stelle hier wieder reingemacht. Ich habe es durch einen dummen Zufall... ich höre doch irgendwas. Ich habe es durch einen dummen Zufall dann doch noch rausgefunden. Und zwar habe ich gedacht, irgendwas muss doch machbar sein. Habe meine ganzen Dinger hier durchgeschaltet. Also hier Gießkanne, Schaufel und so weiter. Und habe dann die Fotokamera entdeckt. Das kann ich aufheben. Okay. Die Tür ist abgeschlossen. Finde einen Weg, den Schlüssel zu erhalten. Ja, der ist hier, ne? Und fällt vermutlich darunter, wenn ich das hier... Moment, die Dinger kann ich erstmal wegmachen. Ja. Kann ich das Zeug auch essen? Okay, ich kann es auch essen. Schmeckt wahrscheinlich nicht so besonders. Aber okay, ich mache erstmal hier wieder meinen Vorrat hoch. So, kann ich hier irgendwas lesen? Was natürlich ein bisschen doof ist, dass die Folge jetzt schon so wahnsinnig lange läuft. Habe ich jetzt nochmal so ein Ding bekommen? Ah, hier ist was. Eine Erinnerung. Es ist nur ein Schloss und ein Schlüssel. Ziemlich einfach, oder? Falsch gedacht. Es hat mir Spaß gemacht, das hier zu entwerfen. Das glaube ich. Das kann ich so nicht wegmachen. Das kann ich noch wegmachen. So, das kommt auch weg. Ja, genau, diese Dinger hier. Die sammle ich doch die ganze Zeit auf. Moment. Fackel des Mittags, der Abenddämmerung und Nachtfackel. Gibt es auch eine für morgen? Rein theoretisch. Ich meine alles... Ah ja, da vorne ist noch eine. Ich wollte gerade sagen, alles andere haben wir ja schon. Das nehmen wir auch nochmal eben mit. So. Ach, ich glaube... Sollte das die Sonne sein? Ah, ja. Ich glaube, ich weiß, was ich damit machen muss. Zumindest sieht das so aus, als ob wir die Dinger da drin benutzen können. Eh interagieren, ja. Ja, ja, ich denke, das ist es. Wenn dem so ist, dann ist das wesentlich einfacher als das andere. Okay, das kann ich jetzt hier nicht mehr machen. Nee, ich wollte das eigentlich nur wegtun. So, Moment, dann haben wir hier die Nacht, nehme ich mal an. Ne? Das ist ja der Mond.
Abenddämmerung, Nachtfackel. Das da hinten ist der Tag. Mittags, Morgendämmerung. Da würde ich sagen, dass es mittags ist. Das heißt, das ist dann der Sonnenuntergang? Oder ist das der Sonnenaufgang? Das ist jetzt natürlich... Wenn das die Nacht ist. Also wenn das im Uhrzeigersinn läuft, müsste das der Sonnenaufgang sein. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Morgendämmerung, Abenddämmerung. Aber da hinten ist doch die Sonne. Ich würde sagen, das ist die Abenddämmerung, oder? Ach nee, kann man auch gar nicht... Das kann man gar nicht falsch reinstecken. Okay, hätte man mir auch vorher sagen können, ne? Ist jetzt was am Essen? Nein, oder muss ich den jetzt hier rausangeln, oder was? Ist das euer Ernst? Oh nee, ich hasse das Angeln. Okay. Oh, ich habe den Schlüssel. Okay, sehr schön. Schlüssel des dunklen Schlosses. Machen wir einmal wieder weg. Können wir den direkt hier... Ja, können wir. Sehr schön. Oh mein Gott. Aber ich komme nicht durch. Doch, jetzt. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.